Toni Gurku. Und folgt Tonis Channel. Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu Gast ist mein kleiner Bruder am Start, der Killer Hunter, aka Nico. Yo, was geht, Leute? Freut mich, dabei zu sein. Ja. Danke für die Einladung, Toni Gurku. Sehr gerne, Bro. Bro-Pist. Also, heute machen wir was ganz Spezielles, meine Freunde. Wir werden jetzt ein kleines Unboxing-Video machen. Das heißt, wir haben ja schon vor einigen Monaten einen Livestream gemacht, wir beide zusammen. Mhm. Da haben wir ja ein Pokémon-Opening aufgemacht zu den McDonald's-Karten. Die haben wir hier. Guckst du? Die allerheilige Karte. Da haben wir die, ja. Da haben wir ja über die McDonald's-Pokémon-Karten gezeigt. Ja. Und ja, wir wollen jetzt definitiv jetzt ein neues Unboxing-Video machen, aber kein Livestream. Und ich muss eins vorneweg sagen, dieses Unboxing haben wir vorher schon einmal aufgemacht, um sicherzustellen, dass alles auch drin ist, weil es war nicht gerade billig, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt, weil es ist von Amerika importiert worden, haben wir extra zu uns dann herschicken lassen. Also worum es hier in diesem Video geht, ist Folgendes, haben wir ja schon eben gesagt, wir wollen ein Unboxing-Video machen und wir werden die Super NT öffnen. Wie gesagt, wir haben die vorher einmal aufgemacht, um zu sehen, ob alles drin ist. Und dass es funktioniert? Ja, es ist alles drin. Und die Super NT kann ich mal ganz grob erklären, was es ist. Es ist eine Super Nintendo, aber eine erweiterte Konsolenversion. Da kann man halt die Spiele, die ganzen Module, alle in 1080p HD-Ausgang spielen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und vor allem auch in 60 Frames zocken. Das gab es damals nie, ey. Nee. Das war alles damals mit Röhrenfernseher, mit verpixelten Augenkrebs und so. Ja. Und ja. Deswegen, also ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deswegen habe ich mir die auch zugelegt und ist auf jeden Fall ein super Teil. Also für Retro-Fans ein absolutes Muss, die zu haben. Und ja, ich habe wirklich wochenlang gewartet, bis ich ein gutes Angebot bekommen habe. Und ich habe echt Glück gehabt und ich habe direkt zugeschlagen, ganz klar. Und ja, alles mit PayPal natürlich, ne, wer kennt's nicht. Käuferschutz, alles tipptopp. Und ja, wir werden jetzt gleich die Konsole aufmachen, also das Unboxing natürlich. Und alles weitere, die genauen Infos, werden wir nach dem Unboxing mit ein kleines Reaction-Video verbinden und ein kleines Video noch dabei zeigen, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen direkt an und wir switchen zur zweiten Kamera. Let's go. So, meine Friends, wir sind wieder gerade live im Geschehen. Und das ist auf jeden Fall die Super NT. Das ist die Verpackung erstmal. Hier kann man ein bisschen reinzoomen, zu fokussieren. So sieht das ganze Stück aus. Und das wurde am 7. Februar 2018 erschienen worden von Entwickler. Analog NT. Genau, richtig. Und das habe ich damals geguckt vor ein paar Jahren bei Rocket Beans TV, bei YouTube. Da haben die ja die Moderatoren und die Spieler halt das immer angezockt und ich wollte die schon immer haben. Und jetzt machen wir das gute Stück auf. Hauen wir mal rein. So, los geht's. Wir öffnen das gute Stück jetzt hier. Und da haben wir's. Ich bin mal ganz vorsichtig. So. Das ist die Super NT, meine Freunde. Also das, also als erstes hätte ich gedacht, dass der sah aus wie ein China-Schrott und so, genau wie die alle anderen Produkten, aber das, da haben wir uns echt geirrt. Ja, es ist sehr, sehr hochqualitativ, also wirklich sehr, sehr gut. Wie ihr auch seht, es ist wirklich ganz nahegerecht an den Super Nintendo angelegt worden. Hier die Eingang und hinten die Anschlüsse, das ist für HDMI. Das ist für USB, habe ich sehr, sehr gewundert. Man kann per USB und Adapter das anschließen. Und ja, ich habe mal einen kleinen Test vorbereitet. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Donkey Kong Country 2. Und man kann ganz einfach, Moment, damit ihr das auch seht, es ohne dass es eng ist, einstecken, klack und es ist drin. Und man kann es ganz normal anzocken. Aber früher auf der originale Super Nintendo, die Module, die man reinstecken konnte, das war damals etwas fester, aber man sieht es ja hier, dass es zwar ein bisschen locker ist, aber das ist ganz normal, natürlich. Trotzdem lässt sich das abspielen. Genau. Und so, damit ihr euch nicht wundert, oh, warum ist das so locker, liegt das an den Modulen? Aber nein, das ist so gebaut worden, wie gesagt, das ist von
analog erfunden worden, die haben was Eigenes erfunden und sowas in Gang zu bringen. Das Besondere auch an der Super NT ist folgendes: Man kann auch, wie ihr seht, Modul rausstecken, alles gut. Man kann an der linken Seite, glaube ich, hier, kann man SD-Karten aktivieren, also reinstecken. Das heißt, man kann Sicherheitskopien, also von den Spielen, die ihr habt, kann man da ganz leicht abspielen. Und ich habe auch noch was dabei gehabt von Super Turrican, so eine OVP-Verpackung. Das war einfach nur so dabei in der Verpackung. Und ja, HDMI-Kabel war ja drin gewesen, sowie der USB-Adapter und USB-Kabel habe ich aber schon im Strom angesteckt. Und ja, so meine Friends, ich füge kurz was hinzu. Wir haben jetzt die Super NT ausgepackt, also das Unboxing erledigt, also abgehakt. Und jetzt werde ich noch was dabei tun, also noch was dabei zeigen. Diese Aufnahme hier habe ich jetzt vor circa 2-3 Wochen aufgenommen, weil die Bestellung halt ein bisschen was gedauert hat. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal kurz reinschauen und wir switchen direkt rüber und wir würden mal sagen, let's go. So Leute, da bin ich wieder und jetzt kommt das ganz große Highlight hier nach der Super NT. Ich habe mir jetzt vor circa 2-3 Wochen später, da ich ja jetzt die Super NT besitze, dann habe ich mir auch gedacht, komm, wenn dann hol alles komplett. Und da habe ich mich ein bisschen erkundigt, ein bisschen reingeschaut, reingeschnuppert online. Und ja, jetzt zeigen wir das gute Stück mal. Das ist die Super NT Controller von 8-Bit DO. Ja, das ist auf jeden Fall ein super geiles Teil, Leute, ohne Scheiß. Das Ding kostet mindestens online 50 bis 60 Euro. Also ist auf jeden Fall teuer. Die handeln sehr teuer bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen. Und ja, ich habe mich sehr krass erkundigt, wo man das eher günstiger kriegen kann. Und ja, werde ich gleich auch noch verraten, obwohl, könnte ich ja jetzt verraten eigentlich, warum die Spannung jetzt hinauszögern. Ich habe es bei AliExpress rausgefunden und da habe ich das Teil mit Versand für 30 Euro bekommen. Also super Schnapper. Wir werden die jetzt mal aufmachen und dann werde ich euch mal zeigen und sagen, was da alles drin ist. Gut, let's go. Wir machen das gute Ding mal auf. So, das war der erste Klang vom Öffnen. Ich bin echt gehypt, ich bin mal gespannt. Ich mach's gerade wirklich zum ersten Mal auf. Okay, das sieht schon mal sehr fresh aus, Leute. Moment, zeig mal vor der Kamera. 8-Bit DO Gamepad, ne? Es ist sehr originalgetreu von der Super Nintendo, der Controller. Also sehr gut nachgemacht. Ich mach die mal kurz auf. Ah, komm, langsam. So, hier sehen wir es. Sogar die Tasten sind sogar krass geschützt. Ist schon mal sehr gut. Also sehr nice. Hier eine kleine Anleitung. So. Hier haben wir USB-Kabel. Ne? Und hier haben wir den Adapter. Das Ding ist sehr wichtig, weil es gibt nicht überall dieses Ding dabei. Weil dieser Karton gibt es auch meist noch ohne das Teil. Dann ist es nicht, da gibt es nicht richtig auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Bluetooth-Controller. Also du kannst damit auch am PC zocken oder was auch immer. Aber das ist dafür geeignet, um kabellos zu spielen. Also man steckt das hier in der Super NT rein. Und hier ist auch so eine Lampe. Genau, so jetzt haben wir es. Der leuchtet rot, dann ist er irgendwann grün oder blau und dann hat er direkt mit der Controller connected, also ist dann direkt connected. Das ist auf jeden Fall ein super Teil, also der Controller ist wirklich baba-mäßig Hammer. Also hier nochmal in der Nahaufnahme. Komm, Fokus, Fokus, Fokus. Ja, so ungefähr. Ja, also wirklich sehr fresh. Die Knöpfe lasse ich auch sehr, sehr gut drücken. Also wirklich angenehm. Und ja, wie gesagt, mit Bluetooth, ne, oder Bluetooth, wie man das auch nennt, ne, kann man halt kabellos zocken. Also, ich bin wirklich klasse, gehypt. Ich werde es definitiv heute Nachmittag anzocken. Und ja, das ist der 8-Bit Gamepad Controller für die Super NT. Ja, das war es auf jeden Fall. Der Controller, der Adapter, das Kabel, die OVP wird auf jeden Fall weggetan. Und ja, das war es auf jeden Fall. Ja, der Super NT Gamepad Controller. Ja, das war es eigentlich auch, was ich jetzt sagen wollte von mir im groben Teil.
Wir werden aber trotzdem noch ein kleines Video abspielen gleich und werden auch darauf reagieren. Wir möchten gerne das Video von Alexi Blexi gleich abspielen. Da wird er ausführlich die Super NT vorstellen und zeigen. Das Video ist aber auch ungefähr, ich glaube, 2 Jahre alt oder so. Aber alles gut. Ihr habt das gute Stück gesehen. Das ist die Super NT. Also wirklich ein tolles Teil. Kann ich jeden ans Herz legen. Also ich würde euch vorschlagen, Leute, wenn ihr euch die zulegen wollt, guckt, dass ihr das entweder auf eBay oder eBay Kleinanzeigen am besten. Da könnt ihr auch gut handeln, weil da habe ich es her bei Kleinanzeigen. Also die Super NT kostet online, also offiziell, über $180. Also umgerechnet um die 160 Euro um den Dreh. Und mit Zollgebühren, mit Versand, bist du bei locker über 220 Euro. Und ich habe die für 250 bekommen durch den Verkäufer. Also ich habe gut runtergehandelt und die werden offiziell, weil man die nicht vorher ankaufen konnte bei den offiziellen Seiten, über 280 bis 300 Euro werden die verkauft. Also die sind nicht gerade billig. Wenn die OVP zu sind, da die ja auf war, konnte ich mit dem Preis sehr gut runterhandeln. Ne? Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt definitiv jetzt gleich noch ein kleines Video abspielen von Alexi Blexi, damit wir sehen könnt oder ihr sehen könnt und ausführlich die Super NT vorgestellt wird von ihm. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir switchen direkt rüber. Let's go. So, meine Freunde, wir sind wieder back in town, back in business hier. So, das Video von Alexi Blexi ist vorbereitet. Wir werden darauf reagieren. Wir werden nur ab und an mal was sagen. Wir werden das Video aber komplett durchspielen. Also, das heißt, komplett abspielen, meine ich jetzt. Sprachfehler war gerade da. Und ja, Nico ist am Start. Und wir hauen rein, oder? Ja, let's go. Let's go. Oh, kurz bevor es losgeht, ich habe mal wieder ein bisschen rumprobiert. Das hier ist ein Widescreen-Combo-Video. Das heißt, die Moderation sind in 25 Bildern und die Gaming-Aufnahmen in 50 Bildern pro Sekunde gerendert. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe doch. Das sollte geil aussehen. Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, und jetzt los! Ihr kennt sicher die Mini-Super-Nintendo von Nintendo. Ein solides Teil, aber es hapert an Kleinigkeiten. Ja. Deswegen dachte sich Analog, wir bauen einfach unsere eigene Super-Nintendo. Und warum dieses Teil hier ziemlich geil ist, die Super-NT-Konsole, das zeige ich euch heute. Progress. Hey, ihr Mannequin-Challenge-verlierenden Abo-Box-Camper. Ihr kennt das. Ihr habt, ähnlich wie wenn ihr vorm Kühlschrank steht, Bock auf was Altes. Nee, warte, das passt nicht. Ihr habt einfach Bock auf was Altes, auf Retro. Was machen die meisten? Irgendeinen Emulator am Computer anschmeißen, 5 Minuten so tun, als wenn man wieder jung, ausmachen und weiter Porn abgucken. Das wäre ich. Wenn man seine Lieblings-Retro-Konsolen vor geraumer Zeit viel zu billig bei eBay verscherbelt hat und jetzt Schweißausbrüche bekommt, wenn man für 500 Euro eine neue Super Nintendo mit 2 Spielen haben möchte. Das dachten sich wahrscheinlich auch die Kollegen von Analog und haben deswegen vor einiger Zeit die Super Analog. Die haben Analog und gesagt. Heilige Scheiße, war ich damals schon geil auf das Teil. Ich meine, guckt euch doch mal die Designs an. Transparent, hässliches USA-Lila, bunt, schwarz. Und nun kam vor einigen Tagen mein vor Ewigkeiten angefragtes Rezensionsexemplar endlich bei mir an. Und ich muss sagen, meine Fresse. Kein China-Schrott. Hochwertig verarbeitet und sexy. Deswegen konnte ich nicht anders, als jetzt meine ehrliche Begeisterung mit euch zu teilen. Deswegen Hashtag keine bezahlte Werbung. Aber was ist denn an der Super NT so besonders, dass ich ein ganzes Video darüber mache? Nun, im Gegensatz zu allen anderen da draußen, wie zum Beispiel dem Retron 5 oder allen anderen Emulatoren, die auf Emulation setzen, steckt in der Super NT ein FPGA, also ein Field Programmable Gate Array Chip Konstrukt, das zu 100% die Hardware der Original Super Nintendo widerspiegelt. Tatsache, ja, richtig gut. Nun, das System funktioniert sozusagen in Echtzeit. Es ist mega schnell und man muss sich nicht auch nur mit kleinen Lags rumschlagen, sondern mit gar keinen. Und da es die Hardware erlaubt, können alle Original-Grafiken und Sounds direkt abgezapft und per HDMI in Full HD 1080p sogar auf 4K angezeigt werden. Holy fuck! Das heißt, endlich kein Röhrenbildschirm mehr in der Reserve haben müssen. Okay, okay. Bis hierhin hat die Super Nintendo Mini auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, aber mit den 20 Spielen, da ist doch die Super NT ist nur etwa ein Drittel größer, aber hat den Vorteil, dass die Original-Cartridges reinpassen. Das heißt, egal ob NTSC, PAL, West oder Ost, es geht einfach so. Oh, und ihr habt den Vorteil, ihr könnt genauso wie früher wieder blasen. Sofern es denn auch könnt. Nostalgie pur. Oh ja. Oh, und apropos wie früher, ihr könnt obendrauf entweder original Super Nintendo Controller anschließen oder euch einen designtechnisch passenden kabellosen Controller dazu holen von 8BitDo.
ihr wisst, der Laden, von dem ich euch in der Vergangenheit schon öfters mal erzählt habe, weil das die einzigen auf dieser Welt sind, die keine billigen Kack-Controller rausbringen und auch kabellos so gut wie lagfrei funktionieren. Eine Ladung hält knapp 10 Stunden, aber das sollte für die meisten Retro-Spiele eigentlich reichen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, Alexander, wir haben es kapiert, du bist ein Kack-Fanboy. Ja, mag sein, aber das ist ja nicht unbegründet. Und ihr wisst, ich habe ein Fable für Nicht-Mainstream-Sachen, die wirklich was auf dem Kasten haben. Stöpselt ihr die Konsole ein, begrüßt euch jedes Mal ein awesome Bootscreen. Ich liebe das Betätigungsbild. Guck mal. Hammer. Und es ist bei jedem Boot anders. Wirklich, es ändert sich jedes Mal. Details. Hotdog. Hotdog, ja. Und dann schreibt euch im Menü zwei vorinstallierte Games entgegen, weil, keine Ahnung. Zumindest ist das Super Turrican Director's Cut hier das erste Super Turrican im vollen Umfang. Denn Fun Fact, früher hat das gesamte Spiel nicht auf eine Spielekassette gepasst. Also, wer es feiert, jetzt könnt ihr euch hier hart gönnen. Ich könnte euch das gesamte Menü jetzt noch in allen Einzelheiten zeigen, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu heftig. Aber so viel sei gesagt, bis auf die hässliche Menüschrift ist auch alles von Haus aus schon fein eingestellt. Aber wer gern fummeln und anpassen möchte, hat hier einen riesigen Spielplatz, auf dem man sich austoben kann. Zum Beispiel, ob wie beim Original absichtlich Lag in die Leitung geschoben werden soll oder Scanlines, die nativ eingeführt werden. Ich selber habe keine riesige SNES Games Library, nur knapp 10 und noch Exoten wie zum Beispiel ein Super Game. Aber noch Gameboy-Spiele mitspielen. Laut Internet gibt es aktuell nur mit einem einzigen Game Probleme und zwar Rendering Ranger. Ach, spielt keiner. Selbst ROM-Spiele-Kassetten soll funktionieren oder, falls nicht, per SD-Firmware-Update. Das ist cool. Ja, das klingt in der Theorie alles ganz toll. Deswegen gucken wir uns jetzt ein paar Games an. Sicherheitsspiele, ROMs, aber man kennt es. Star Fox zum Beispiel mit dem Super FX-Chip. Auch interessant. Warum ist das so ein Starwing? Ja, ja, klar. Warte mal kurz. What the fuck? Doch, wie früher. Beziehungsweise genauso ungeil wie damals. Dann doch lieber Yoshi's Island mit Super XGSU beziehungsweise Super FX2-Chip. Und es läuft mit allen fancy Spezialeffekten festgenagelt mit 60 FPS. Und ganz normale Spiele. Geht. Ja. Guck mal, leckt gar nichts. Diese Gefühle. Warte, wieso hört man nichts? Das ist so beispielhaft ein Kompatibilitätsproblem mit manchen Modulen, das man aber tatsächlich manuell korrigieren kann, indem man im Menü den Cartridge Sound aktiviert, beziehungsweise an der Cartridge Volume ein bisschen herumdreht. Ja, da haben wir es schon. Das geht nur für den Gameboy. Ja. Aber was ich jedes Mal aufs Neue feststellen konnte, ist, Tastendruck und das, was auf dem Display passiert, funktioniert in Echtzeit. Und das ist geil. Ja, eigentlich schon ein geiles Teil. Aber knapp 200 Euro müsst ihr für das Ding schon hin. Hab ich gesagt. Ohne Controller. Warum eigentlich kein Bundle, verdammte Scheiße, wenn das schon alles gleich aussieht? Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Super NT gar kein Klon ist. Denn es gibt aktuell kein anderes bzw. besseres System, um Super Nintendo Originale in echtem Full HD zocken zu können. Hm. Meiner Meinung nach eine gute Investition konserviert in Nostalgie, um auch in Zukunft Retro-Games mit dem Gefühl von damals zocken zu können, ohne sich dabei mit der immer älter werdenden Technik und den Problemen der Originalkonsolen herumschlagen zu müssen. Hm. Überlegt's euch. Aber was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare und ich Progress. Geh mal weiter blasen. Ja. Was macht Pascal eigentlich? Ja, das war's. Auf jeden Fall. So, meine Friends, wir sind wieder zurück. Kurzes Fazit noch jetzt, bevor wir hier zum Ende kommen. Also, wer auf Retro-Spiele mag und wer auf Super Nintendo Flair Flow steht, die Super NT ist auf jeden Fall ein super Teil. Ihr habt's ja gesehen, Alexi und Lexi haben das wirklich ausführlich nochmal gezeigt und erklärt. Auf jeden Fall. Und ich bin echt mega begeistert, ganz, ganz klar. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Freunde. Und erstmal vielen Dank, dass mein kleiner Bruder mit am Start war. Ne? Also Brofist und Handfist, alles cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Und ein Abonnement, ein Abo von euch, wäre auf jeden Fall mega nice. Checkt auf jeden Fall den Kanal von meinem kleinen Bruder ab, auf Twitch. Killer Hunter am Start und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, meine Freunde, und ich wünsche euch eine angenehme Woche, angenehmen Start in die neue Woche natürlich. Habt Spaß, passt auf euch auf, euer Tony Goku. Ciao, haut rein. We'll be right back.